Ach, scheiß drauf. Beweg dich mal ein wenig schneller. Scheiß drauf, scheiß drauf. Habe ich's gewusst, der kann rausschießen, aber wir können nicht reinschießen. Ist wieder mal so typisch. Ah, jetzt. Den stelle ich mal ans Fenster, falls da ein Alien durch die Tür kommt, dann kann er drauf schießen. Ich hoffe mal, dass das kann. Versuchen wir wieder Betäubungsgranate. Toll. Also die Betäubungsgranaten, die können wir echt einstampfen. Die betäuben ja überhaupt nichts. So, da braucht man jemand mit einem Medkit. Der hat bestimmt keins. Ah, genau, der hat nur Raketen dabei. Aber, ne, der auch nicht. Dann du in der nächsten Runde. Wo waren der Verletzte? Ah, da, genau. So, dann gucken wir mal hinter Tor Nummer 1. Okay, da schläft nur einer unterm Schreibtisch, so wie in jedem Büro. Das kennen wir ja alles. Da haben wir einen Spotsfreund. Schnuppergas, Bösewicht. So.
So, du hast doch bestimmt ein Medkit, genau. Dann lauf du mir entgegen. Und er medkittet dich dann. Ja, okay. So. Oh, das war's. Nur ein Verletzter. Sergeant First Class, Sergeant Private. Ja. Wieder das Standardzeug an Loot bekommen, nichts Neues. So, was gibt man den da? Oh, Vitality, der hat nur 80 Lebenspunkte. Das ist eigentlich echt wenig. Machen wir auf 104 Punkte. So, die Stärke mal 1, Shooting, Reaction und nochmal Lebenspunkte. Oh, der hat hier überhaupt keine Lebenspunkte. Okay. Dann machen wir gleich noch die Alien Base. Ich warte noch einen Tag. You can now research Desert Viper Personal Armor. Cool. Personal Armor, wo, wo? Ja, da können wir es erforschen. Na, endlich eine neue Rüstung, es wurde aber auch mal Zeit. Fighter Battlecruiser. Den Fighter mache ich mal mit dem weg. Und auf den Battlecruiser haue ich mal den Rest. Und dann haue ich gleich mal was auf die Alien Base. Ah ja, genau, einer war verletzt. Dann brauchen wir einen Ersatz. Change Armor. Ah, die Lasermunition braucht er überhaupt nicht. Der braucht auf jeden Fall ein Medkit. Und Laserschild. Okay, der Rest muss ja so passen wie von vorhin. Ich glaube, wir brauchen wieder ein paar Laserschilder. Personal Laserschild, ja. Ah, da wird ja schon gebaut. Ach, den Desert Hunter kann man gar nicht bauen, weil wir nicht genug Geld haben. Granaten können wir auch abbrechen, die bringen nichts. Personal Jetpack, brauche ich auch nicht. Ja, dann baue ich mal. Ja, baue ich auf jeden Fall erstmal die Laserwaffen zu verkaufen. Chemogun-Munition. Dann gucke ich mal, kann ich da Artefakte verkaufen? Ja, 43 erforschte Artefakte für 1.372.000. Geil. Okay. Dann sind wir wieder ein wenig flüssig. Ich speichere mal. Und ich starte mal kurz das Spiel neu, weil das hackelt gerade ein wenig. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, dann bis gleich. So, mal eben neu gestartet. Ja. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Alien Base.
Noch ein Battlecruiser. Sag mal. Oh, und Scout fliegt da unten auch noch rum. Ja, ich will beginnen. So. Let's go oder so. So, wo sind die Chemo ganz? Ah, da. Was haben wir da? Ja. Auf jeden Fall was Böses. Ionenpistole. Ah, scheiße. Klappt es so? Ja. Und jetzt haben wir auch eine bessere Aussicht. Hallo? Du kannst nicht deine eigene Base einfach so zerschießen? Hallo? So, dir gibt was? No line of fire. ...158 Schaden. Moment, kann ich da noch hinschießen vielleicht? Jawohl. Haha, geil. Die Waffe ist geil. So, Moment, erstmal gucken, ist der verletzt? Ne, nur leicht. Aber trotzdem kein Grund zur Nachsicht. Den heil mal lieber mal, man weiß ja nie. So. Okay. Hm.
das eine Tür. Aber wie wir gerade gelernt haben, interessieren die Türen den, ne? Die schießen sich einfach durch die Wände durch. Das ist ja das reinste Giftgasspiel inzwischen. Da schießt jeder noch mit Giftgas um sich. Toll. Du Arsch. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau. Ich will die Waffe tauschen. Nicht genug Actionpunkte. Der ist schwer verletzt. Also kritisch verletzt. Oder wie, oder was, oder wo, oder wer? So, nochmal so und so und so und so und dann... Machen wir so.